andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Hallo und willkommen bei Mugenmordsmoor. Mein Name ist J-Mo und ich heiße euch willkommen bei Alan Wake. Episode 2. Ja, ich muss sagen... Ich glaube, Sheriff Breaker ist in Ihrem Büro. Es ist da am Ende des Flurs. Nicht unterbrechen, alter Mann. Und danke nochmal, aber trotzdem nicht unterbrechen. Wir sind gerade wieder erwacht aus unserem Traum, hatten dann eine Rückblende, also aus unserem Albtraum. Wir hatten ja keinen Traum. Wir waren bei der Tankstelle, da hat uns die Polizei gefunden. Dann haben wir schreckliche Erkenntnisse gemacht, die ihr sehen konntet, letzte Folge, glaube ich. Und dann hatten wir diese Rückblende, wie wir ein bisschen mehr von Alan Wake und seiner Frau zu erzählen. Das, glaube ich, entweder drei Monate oder drei Jahre, ich weiß es gerade nicht mehr. War ja eine Aufnahmepause. Ich wollte mich noch kurz entschuldigen, ich kann leider immer nur eine Stunde aufnehmen. Hier meinem Aufnahmeprogramm, weil ich leider nicht so viel Platz auf der Festplatte habe. Deswegen mache ich immer 1 Stunden Sessions. Ja, whatever. Jetzt sind wir wieder, hellichter Tag ist draußen und jetzt müssen wir erstmal irgendwie herausfinden, wo unsere Frau abgeblieben ist. Weil wir wissen es ja nicht. Die Insel, wo sie eigentlich hätte sein sollen, ist ja verschwunden. Also begeben wir uns weiter mal hier in Bright Falls, sehen wir uns um, was wir denn jetzt hier finden. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, Entschuldigung. Oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch, genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Nein. Ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Und ich habe absolut keine Ahnung vom Fischen. Ist nicht so Sie meins. Sie können jetzt gehen, Mr. Wake. Ja, verdammt. Ich werde mit Sarah sprechen. Ich wollte mich nur mal umgucken, Entschuldigung. Nee, ich finde Angeln nicht so toll. Früher als Kind habe ich das mal gemacht, damals mit meinem Vater in Spanien und so, als wir da Urlaub gemacht haben. Aber, nee, ist nicht so meins. Irgendwann kam bei mir dann so durch, ja, nee, die armen Tiere töten dann noch, weil, naja, was macht man mit dem Fisch, wenn man ihn rausgefangen hat? Man schlägt ihn gegen irgendeinen Stein, damit er tot ist. Also, es war aber nicht so meins, deswegen habe ich es dann sein gelassen. Aber egal. Wie ihr zur Angel steht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir schauen uns mal hier um in der Polizeiwache. Danke, dass Sie die Lampe geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Deputy Grant, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Die Frau schon wieder. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Die muss echt eine Dunkelheitsphobie haben. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Das ist die einzigste, die einen Durchblick hat, Herr. Die weiß, dass hier irgendwas nicht stimmt. Eigentlich sieht sie ja nett aus, so ein verschlafenes Dörfchen, aber... Am Ende des Flures, Meeting Room. Oh, hier gibt's was zu lesen. Vermisste Person, scheint sehr viele zu sein.
Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwand am 20.06.2007. Erkennungsmerkmal, gewinnt gerne Wettbewerbe. Was ist das für ein Erkennungsmerkmal? Ja, wir suchen den Typ. Sein Erkennungsmerkmal ist, gewinnt gerne Wettbewerbe. Hä? Ich dachte, da kommt irgend so was Äußerliches hin, wie hat eine schiefe Nase oder so. Gewinnt gerne Wettbewerbe, so ein Quatsch. Oh, können wir auch gleich lesen. Vermisst Richard Bort, Bruce Dansky, Jacob Miller, nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte unten an. Bla bla bla. Vielen Dank. Das ist immer bei solchen Sachen, glaube ich, immer, dass die Entwickler sich da immer gerne einarbeiten. Da will ich noch nicht rein. Ich will mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Aber ich werde mal ein bisschen laufen, sonst zieht sich das ein bisschen lange hin und wir haben Sheriff ja noch eine Breaker Stunde. Erwartet Sie in Ihrem Büro, ja, 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 in Ihrem Büro. Ich will in den Keller gehen. Nein. Zu den Zellen, meine ich. Wow, wow, wow. Aha. Nein, wir wollen doch die Thermosflaschen Manuskriptseiten finden. Hier haben wir noch eine Seite. Alice steht. Sieht einen Schatten. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Oh Mann. Das ist diese verrückte Witwe, wie man sie auch immer nennen mag, die uns den Schlüssel gegeben hat zu dieser Insel, die gar nicht existiert an diesem Cauldron Lake. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt, 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 halt. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Oh Mann. Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, dass Stucky scheinbar tot ist. Wir haben ihn ja umgebracht. Also seine verderbte Seele. Sheriff Breaker wartet ja, in ihrem Büro auf Sie, am ja, Ende des ich gehe schon, ich gehe schon. Ich wollte mir nur mal die Polizeiwache angucken, wie die hier so aufgebaut ist. Es ist immer interessant, mal sowas zu sehen, finde ich. Gehen wir hinein. Langsam. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Ah, danke schön. Warum macht sie das? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben auch eine Woche verloren. Wir machen Ihr Handy, Mr. Wake? Die Dinge zu. Ja, ich gehe ja schon. Ich schaue mich doch nochmal um. Leute. Aber ja. Mal gucken. Vergessen Sie Ihr Telefon nicht. Ja, ich nehme es ja schon. Barry wollte mich bestimmt wieder erreichen. Na, dreh dich doch mal um. So. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, oh, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Oh Mann, sie wurde entführt. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Wir? Was ist das jetzt? Doch eine Entführungsaktion? Helfen ich Sie brauche mir. Frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Deputy Grant zeigt Ihnen den Weg. Okay. Tut mir leid. Okay. Das alles. Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Darf ich fragen, worum es bei dem Anruf ging, Mr. Wake? Nein. Ist privat. Naja, wir suchen Ihre Frau und ich werde Ihre Unterstützung brauchen, wenn ich Ihnen helfen soll. Geben Sie mir Zeit. Ich brauche erstmal frische Luft. Okay, Sie finden mich hier. Wir reden, wenn Sie sich besser fühlen. Danke.
Okay, ein bisschen überhitztes Gemüt, aber wir wollen ja schließlich auch, dass unserer Frau nichts passiert, deswegen müssen wir vorsichtig sein und scheinbar den Anweisungen dieses Entführers reden. Scheinbar ist es doch nicht so ganz... Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Ach, ich dachte, er wäre endlich trocken. Oh, leider nicht. Er war auf Sauftour und hat dann Danny ziemlich übel zusammengeschlagen. Seit er wieder wach ist, schreit er rum. Ich mag das ja, diese ganzen nebensächlichen Gespräche. Durch die Tür und den Flur hinunter kommen Sie in den Hinterhof, Mr. Wake. Danke. Hey, hey, Sie. Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Okay, Mann, ich mach das. Wenn es geht. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Aha. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Okay. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Er hat ihm erst eine reingehauen und dann hat er sich vollgeschüttet oder was. Naja, Alien, Geister, irgendwas anderes, ich bin mir nicht sicher. Ah, eine Manuskriptseite. Ich mag die Manuskriptseite, die erzählen nämlich die Geschichte. Wow. Entschuldigung? Irgendwas? Krass. Ist gerade ziemlich, nachgeladen. Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Das Dunkle also. Unheimlich. Ja, in so einer Zelle würde ich ja nicht ungern landen, vor allem weil man da nicht so richtig Licht hat. Aber naja, ich habe ihm das Licht eingeschaltet. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh, mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Links. Ich habe ja eine kleine Links-Rechts-Schwäche. Aber das kriege ich noch hin, das ist rechts. Aber schauen wir uns mal kurz hier um. Oder laufen wir jetzt ein bisschen schneller, wir sind ja nicht mehr im Gebäude. Ich nehme erstmal die Thermosflasche und dann können wir noch mal ein bisschen Radio hören. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Okay. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Ja, ich wollte nur kurz Radio hören. Oh, das ist schöne Musik übrigens. Das muss dieser verlassene Karren sein. Das hört sich so idyllisch an. Ja, ich hab's begriffen, dass ich dahin muss. Ich dachte, vielleicht kann ich hier eine Schrotflinte aus dem Kofferraum des Polizeiautos zaubern. Die sind ja meistens da drin versteckt. Jetzt kommt schon gerade darüber. Das ist nix. Ich
Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwo eine Seite. Aber nein. Treten wir mal. Krass, was der für Stahltritte hat. Ein Tritt, da fliegt alles weg, ey. Das bisschen Holz. Hier ist ein Hebel, kann ich nichts machen. Aber eine Manuskriptseite. Und wir lauschen weiter gespannt. Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Oh Mann. Das ist ein bisschen, das ist echt unheimlich oder komisch, oder ich weiß nicht, wie ich das genau nennen soll, weil... Es ist quasi... Ist das schon alles? Führerschein lag auf dem Vordersitz. Passiert. Der Anrufer meinte es ernst. Oh Mann, dieses Schwein, wenn ich den erwische. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Nein. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Wann wurde... Achso, das wurde später gesagt. Ich wollte gerade fragen, hä, wann wurde uns denn gesagt, dass wir bitte schön uns da treffen sollen? Hab schon das wieder vergessen. Aber Barry, der soll nicht herkommen. Der kriegt sonst auch noch Probleme oder geht dabei drauf. Und so viele Freunde haben wir hier nicht. Naja, theoretisch haben wir ja viele Freunde, Fans und sowas. Aber das können auch verrückte, kranke Stalker sein. Dem geht's gut? Ein Schriftsteller ist ein Licht, wow, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Was hat das zu heißen? Ich meine, uns fehlt eine ganze Woche. 7 Tage, da können wir alles Mögliche passiert sein. Vielleicht haben wir... Was ist ich? Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Ich glaub dem nicht. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich hasse den Typen. Ich möchte Sie gerne in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Hat er verdient. Ist das Barry? Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Sieht ja lustig aus. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Oh Mann.